Letztens ist uns bei Szenario 2 folgende Frage gestellt worden. Verliert der oder die Ex die Gefühle, je länger die Trennung besteht? Beziehungsweise gehen diese Gefühle irgendwann verloren? Und vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal in der einen oder anderen Form gestellt. Und genau deswegen haben wir jetzt dieses Video gemacht und genau um das geht es in diesem Video. Denn gerade nach einer Trennung steht man ja oft vor einer, in der Mathematik würde man sagen, vor einer Optimierungsaufgabe. Denn einerseits braucht sie natürlich nach der Trennung ein bisschen Abstand, also eben den Wunsch vom Ex nach Distanz zu respektieren, damit beide auch mal in diesem neuen getrennten Zustand ankommen können. Aber natürlich magst du ja nicht zu viel oder zu lange Abstand machen, denn du bist ja wieder zurück in die Beziehung mit dem Ex. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Distanz dem Ex gegenüber und andererseits aber wieder Nähe herstellen wollen, damit bewegst du dich beim Ex zurückgewinnen. Und da muss man ein bisschen einen kühlen Kopf bewahren. Aber die Erfahrung zeigt, dass das oft sehr, sehr schwer ist. Und vielleicht hast du das ja auch schon auf dem eigenen Leib jetzt erfahren. Denn nach einer Trennung steht man ja meistens da wie der begossene Pudel und hat irgendwas verloren, was unheimlich wichtig war, nämlich die Beziehung. Und deswegen mag man natürlich dann alles möglichst daran setzen, das so schnell wie möglich wieder gerichtet zu kriegen und so schnell wie möglich die Trennung rückgängig zu machen, damit man wieder in die Beziehung kommen kann. Und das ist dann meist auch noch gepaart mit der Angst, dass je länger man eben nach der Trennung wartet, desto mehr, dass der Ex in die Gefühle verliert und desto mehr der Ex die Gefühle verliert, die vielleicht ja jetzt in diesem Moment noch vorhanden sind. Gefühle sind aber nicht wie ein Eiswürfel, den man nach der Trennung irgendwie so in die Sonne rauslegt und dann die Trennung so schnell wie möglich irgendwie rückgängig machen muss, solange der Eiswürfel eben noch nicht vollständig geschmolzen ist. Es ist also nicht so, dass man jetzt unbedingt gleich nach der Trennung schnell noch irgendwas machen muss, weil jetzt ja noch irgendwie die Gefühle da sind. Versetzen wir uns dazu einfach mal in deinen Ex oder in deine Ex hinein. Für einen Ex hat irgendwas nicht gepasst in der Beziehung und es hat so sehr nicht gepasst, dass er oder sie sich für die Trennung entschieden hat. Und eine Trennung ist in der Regel ja nichts, wozu man sich einfach so zwischendurch mal aus Jux und Tollerei entscheidet. Und schon gar nicht, wenn die Beziehung einigermaßen ernst war, wird man einfach von heute auf morgen aus Jux und Tollerei die Beziehung beenden. Deswegen bist du im Moment der Trennung natürlich mal mit Beziehung ist gescheitert geankert. Das heißt, der Ex assoziiert mit dir eine nicht funktionierende Beziehung. Und egal, was da zu diesem Zeitpunkt dann noch an Gefühlen da wäre für dich, und Gefühle sind in der Regel immer noch da, denn bei einer Trennung ist ja nicht alles schlecht, aber durch diese Trennung wird das, was jetzt noch an Gefühlen da ist, mal zugedeckt. Deswegen sagen dann eben auch viele Ex-Partner und Ex-Partnerinnen, du, ich habe keine Gefühle mehr. Weil das im Empfinden vom Ex tatsächlich während der Trennung ja auch so ist. Wenn es also zur Trennung kommt, dann ist es nicht so, dass die Gefühle dann umso schneller weggehen, wenn man nichts tut. Es ist vielmehr so, dass etwaige vorhandene Gefühle, wie ich schon gesagt habe, durch die Trennung zugedeckt werden, eben mit den negativen Gefühlen, die dann letztendlich auch zur Trennung geführt haben. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, gleich nach der Trennung irgendwie an dieser Gefühlsschraube zu drehen und zu versuchen, gleich wieder Gefühle auszulösen. Denn das ist nach einer Trennung immer zum Scheitern verurteilt. Und ich sage da jetzt bewusst immer, obwohl es natürlich auch Ausnahmen geben kann. Aber wir bei Szenario 2 haben schon so viele Menschen unterstützt, den oder die Ex zurückzugewinnen, dass wir da aus unserer Erfahrung sagen können, Gefühle auslösen funktioniert direkt nach der Trennung nicht. Und gerade die Angst, dass man jetzt unbedingt auf der Stelle irgendwas tun muss, weil sonst die Gefühle ja ganz weg sind, diese Angst wurzelt auch darin, dass Gefühle eben so sind oder wurzeln in der Vorstellung, dass Gefühle so sind wie der vorhin angesprochene Eiswürfel. Sobald der einmal weggeschmolzen ist, dann war's das und man kann da nichts mehr machen. Aber gerade in letzter Zeit hat auch die Wissenschaft gezeigt, dass man gute Gefühle aktiv auslösen kann. Denn Gefühle sind nichts Statisches, genauso wenig wie Liebe nichts Statisches ist. Liebe ist vielmehr, so wie Barbara Fredrickson das nennt, Positive Moments of Resonance. Und sie definiert eben Liebe mit drei sehr, sehr wichtigen Komponenten. Also Liebe besteht aus den folgenden drei Komponenten, nämlich erstens, schon angesprochen, diese Positive Moments of Resonance, also gemeinsam schöne Momente erleben, gemeinsam positive Emotionen zu erleben. Zweite Kernkomponente der Liebe ist das Spiegeln, also diese Resonanz, dieses Einschwingen aufeinander. Und
Das kann man tatsächlich auch messen, dass Menschen, die sich sehr nahe sind, dass sich die Systeme dieser beiden Menschen angleichen. Auch in den Gehirnschwingungen kann man das noch merken dann. Und wurzelt natürlich dann, wie du vielleicht kennst, eben in den sogenannten Spiegelneuronen. Und die dritte Kernkomponente der Liebe ist der Wunsch, dem anderen etwas Gutes zu tun. Also, dass sozusagen mir das Wohlbefinden meines Partners oder meiner Partnerin auch im Herzen liegt. Und wie du merkst, sind alle diese drei Komponenten der Liebe aktiv beeinflussbar und wieder herbeiführbar. Und deswegen kann man sich dann mal ganz getrost davon verabschieden, dass man jetzt unbedingt was tun muss, damit die Gefühle nicht irgendwie vollständig weggehen. Und vielleicht hast du es auf diesem Kanal ja auch schon öfters gehört, deswegen gibt es ja auch unsere 4 Ex-Zurückphasen. Einfach um dir da eine Orientierungshilfe zu geben, ab wann dann dieses Gefühle auslösen wieder dran ist. Und das ist eben nicht gleich nach der Trennung und auch noch nicht nach der Kontaktsperre, sondern erst, wenn du in die Richtung Phase positiv gehst, also wenn der Ex dir auch wieder positiv eingestellt ist. Erst ab dann kann man mal darüber nachdenken, diese Dinge wieder anzugehen. Und in unserer Ex-Zurück-Strategie ist dieses Element ja auch schon eingepreist, oder? Sozusagen wie so kleine Zahnrädchen, wo immer gerade das Zahnrädchen, was gerade dran sein soll und was sich drehen soll, wo das auch gerade die maßgebliche Veränderung dann eben geschehen lässt. Und so, eins von diesen vielen kleinen Zahnrädchen am Weg zurück in die Beziehung mit dem Ex, sind eben die Gefühle. Wenn du jetzt noch nicht ganz so sicher warst, wie diese Zahnrädchen idealerweise auch in deiner Situation in sich greifen sollen, dann empfehle ich dir meinen kostenlosen Ex-Zurück-Crashkurs. Da schauen wir uns in 7 Videos an, was die Basics sind, wie und was du alles nach der Reihe tun solltest. Denn gerade die Zeit unmittelbar nach der Trennung und der Kontaktsperre ist extrem wichtig, damit es später auch wieder gut funktionieren kann, dass du Gefühle auslöst. Warum? Eben, wenn du dir in der Zeit direkt nach der Trennung sehr viel zusammenhaust und in alle Ex zurückfallen tappst, dann erzeugst du im Ex derartig viele negative Emotionen, dass es dann später umso schwerer wird, wieder positive Gefühle da on top zu packen, sodass der Ex eben wieder mit dir zusammenkommen möchte. Deswegen, erstens mal wissen, dass Gefühle nichts sind wie der Eiswürfel, der eben, wenn er draußen liegt, dann wegschmilzt und dann ist es aus. Also das ist auf definitiv keine gute und richtige Vorstellung. Und zweitens, wenn du den Ex zurück willst, die richtigen Schritte zu setzen, neben mir taucht da eben auch gerade der Link zum Crashkurs auf, und natürlich drittens dann auch an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt wieder beginnen, Gefühle für dich auszulösen. Alles Nähere dann, wie gesagt, im Crashkurs. Ich sage danke fürs Zuschauen, tschüss, baba und bis bald.